Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Euro Truck Simulator 2. Schön, dass ihr wieder da seid. Sips ist auch noch mit dabei. Ja, Wir noch. haben jetzt echt hier, ja, Sips hat jetzt für uns eine Lehrfahrt gemacht, denn wir sind irgendwie aus dieser Ecke da unten nicht rausgekommen. Und wir sind Bei jetzt, Duisburg. ja, genau, dieses blöde Duisburg, Straßburg, Frankfurt, da, wir sind da irgendwie nicht weggekommen. Und ja, jetzt sind wir in Amsterdam, ne? Ja, Amsterdam. Und jetzt haben wir einen Ja. Auftrag nach England, beziehungsweise nach Felix Felix. Stowe. Ja, genau, Felix Stowe oder wie auch immer. Zusammen, genau. Also, wir haben beide denselben Auftrag oder so fast denselben Auftrag. Shit, nein, Rot! rote Ampel. Und jetzt ist grün. Oh, gut. Ja, genau. Und ich bin jetzt mal gespannt, weil Sips hat schon erzählt, dass da dann plötzlich Linksverkehr ist, logischerweise. Da bin ich aber mega gespannt drauf, weil das ist natürlich dann eine Umgewöhnungssache, wenn man dann plötzlich immer links fahren muss. Weil man dann, glaube ich, auch, wenn man jetzt zum Beispiel von einem Händler zum anderen fahren muss, dann wird, glaube ich, auch rechts fahren, weil das einfach so gewöhnlich ist. Ja, genau, ja. Erst glaube ich. Aber Das keine fand ich ja Ahnung. bei Forza auch so krass, weil da fährt man ja auch in Australien. Und da fährt man ja auch immer links. Und da habe ich auch immer so, hä? Bis man sich daran gewöhnt hat, das dauert dann immer ewig. Glaube ich dir. Und dann ist man dann doch plötzlich wieder in Europa. Da muss er wieder rechts fahren. Ja. Dass die immer ihre Extrawurst manche brauchen, gell? So. Rechts abbiegen, rechts abbiegen. Ja, wir biegen Jetzt rechts auf eine ab. Autobahn? Oh, du hast gerade voll das Schild mitgenommen. Oh, wirklich? Ja. Ups. So. Das war ich nicht, ne? Gröningen. Das war der vor mir. Na. Ich frage mich nur, ist das jetzt noch ein weiter Weg zum Hafen? Eigentlich ja nicht, ne? Nee, eigentlich nicht. Obwohl geht so noch ein bisschen. Also noch dürfen wir rechts fahren, das ist gut. Ja. Hey, wir haben 80, also wir dürfen mindestens 80 fahren, höchstens. Und bei mir wurde gerade 60 rot markiert. Gelb. Okay. Und ich sehe, dass du mich la langsam aufholen willst. Nee, ich wollte dich eigentlich nicht abholen. Oh, Hey! ups. Oh! Oh, der quetscht mich hier ein! Was bin auch so ein bisschen nach links gefahren. Hey, deine Reifen drehen sich gar nicht. Hey, jetzt Nein? doch. Jetzt drehen sie sich wieder. It's Magie. It's magic. Oh, ich war Oh, schon wieder nach was machst links. du denn? Falsches Spiel! Vorhin bist du mir auch schon ein bisschen nach rechts gefahren und hast mich noch mit deinem Anhänger ein Ja, das bisschen stimmt, geschliffen, habe ne? ich. Ja, jetzt gerade auch schon wieder fast. Aber nur fast. Das wird teuer, scheiße. Ja, Entschuldigung. ne? Ich habe 43%. Scheiße. Ich glaube, Ich ich bin wusste ja jetzt. nicht, Ja, dass du so drauf knallst. ich habe nicht drauf geachtet. Auf einmal sehe ich nur, dass deine Bremslichter angehen. Ich bin jetzt sogar noch so stark abgebremst, wie ich konnte. Aber nein. Oh weh, oh weh. Ist dein Auflieger jetzt auch ein bisschen Schrott? Ich weiß es nicht, warte mal. Wo sehe ich denn das? Bei F6, oder? Nee, F7 und dann F7. steht da. Nö, 0%. Warum hat mein Auflieger dann Prozente? Weiß ich Wow. nicht. Du bist ja auf mich drauf gefahren, nicht ich auf dich. Ja, deswegen checke ich ja nicht, warum ich dann Prozente auf meinem Auflieger habe, aber du nicht. Tja, das weiß ich auch nicht. Deformiert beim Crash Von oder so. hinten kommt einer. Was, da kommt einer? Ja. Wollen wir in den Backup drängen? Nee, komm. Was machst du da? Hello, have the sunglasses for you? Sunglasses? Sunglasses? Hello, Der Name sunglasses. einfach. Der Sunglasses. hupt schon. Der hupt schon. Sunglasses. Sunglasses. Mein Auto ist kaputt. Kaputt. Nix. Kaputt. Nix gehen. Kaputt, Ja. defekte. Ist er deutsch oder Keine warum? Oh Ahnung. mein Gott, ich glaube, der rammt dich. Ich glaube, der will dich rammen. Der wollte nur ein bisschen weiterfahren. Alter, der hat aber einen coolen LKW, muss ich sagen. Excuse me, I'm stupid. Bremst ihn aus, bremst ihn gleich nochmal aus. Warte, ich fahre so vor ihm und Nö, dann er mache ich fährt rechts. Vollbremsung. Ja, okay.
Er kriegt dann ja Schaden. Oh, Alter. Das sah nicht ganz sehr gesund aus. Hallo? Excuse me. Hello, some classes! Ist das nicht gleich reported, weil das geht ja. Oh, das wäre schade. Ja. Aber eigentlich, wenn man das so sieht, auch selber. Ja. Sorry, I'm stupid. Steht der da immer? Ja, da steht der, glaube ich, immer noch. Aber es hat sich gelohnt. Weil wie er dann nochmal weggeflogen ist zur Seite. Ja, wie er geflogen ist. Ja, also. Multiplayer macht Spaß, würde ich sagen. Ein bisschen Spaß muss sein, komm. Ja. Aber wir sind gleich beim Hafen. Aber der ist stehen geblieben, der meldet mich bestimmt jetzt. Glaube ich auch. Also Leute, wenn ich nicht mehr online spiele, wisst ihr warum. Ja. Ja. Stell dir vor, dein kompletter Account wird dann gesperrt. Ja gut, dann kann ich halt nur nicht mehr online spielen, aber nur, Singleplayer müsst ihr noch gehen. Ja. Eigentlich schon dann. Ja, weil das ist ja ein, steht ja nicht in Verknüpfung eigentlich. Es gibt ja noch andere Multiplayer-Mods, oder? Habe ich mal gehört. Weiß ich gar nicht. Und wenn schon, können wir ja den da benutzen, wenn du gebannt wirst. Oder wie auch immer man das. Oh, oh, ich muss rechts. Achtung. Ja. Hä, fahren wir schon wieder auf eine Autobahn? Nein. Das sah gefährlich aus. Du bist schon auf einer Achse gefahren, also auf einer Seite gefahren. Ich hab's gemerkt. Aber sehe ich mir so schräg. Ich dachte mir, nein, das kann nicht sein. Oh, der eine holt uns wieder ein. Er hält aber was? Abstand, er hat Angst, glaube ich. Boah, hallo, kannst Scham, du mich ey. Hören? Kannst du mich hören? Hallo? 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 Hello? Speak you English? Was ist denn für ein LKW, dass er uns jetzt schon wieder überholen konnte? Spanisch? Er hat Lichthupe gegeben. Oh, ja, er will vorbei. Guck, er versucht's. Jetzt müsste ich eigentlich voll die Vollbremsung reinhauen. Jetzt fahr ich mal so links, Mann. Ich schock ihn mal so. Ja. Er ist jetzt die Landflanke gefahren, weil er Angst hatte. Hello, can you hear me? Aber warte mal, ich glaube, dass der gleich auch noch nach England muss, weil er fährt ja gerade auch zum Hafen. Ja, ja, schon. Und es gibt ja keinen anderen Weg mehr. Ist er immer noch hinter dir? Ja, ja. Zwar mit ein bisschen Abstand jetzt, aber ja, er ist noch da. Ja, okay, Abstand würde ich jetzt auch halten, wenn. Wenn so gestört, der da vorne fährt, ne? Ne? Und einem erstmal ausbremst. Ja. Oh, rechts abbiegen. Oh, da steht sogar England. Nein. Du musst jetzt immer wieder von deiner Sicht angucken, später. Da hat nicht mehr viel gefehlt. Ich war schon was im 45-Grad-Winkel bestimmt. Ja. Ich hab das schon liegen sehen. Wie geht das jetzt? Wir sind jetzt hier beim Hafen. Also ich jetzt. Wie geht das jetzt? Das ist auf jeden Fall so ein Symbol. Ich glaube, ich muss da mit drauf fahren. Können wir mal versuchen. Ja, und jetzt Enter. Vielleicht hat er auch nach Xauk LP in YouTube gesucht. Hä? Ah, da kann man jetzt genau ausführen. Wir müssen nach Harwich aufbrechen. Doch, ich fahre jetzt. Das kostet sogar was! Oha, okay. Nach was? Das kostet 1000! Wo bist du jetzt hingefahren? Harwich. Nach Harwich, ja. Harwich. Muss man da so auswählen. Harwich. Oh nee, jetzt ist Linksfahren angesagt. Und dann? Ich warte hier mal was kurz. Was musst du auf machen? Dich. Und dann unten auf Aufbrechen steht da, glaube ich. Ja, das steht bei mir nicht. Bei mir steht nur Abbrechen. Oh mein Gott, der Typ ist hier. Der eine Typ ist hier. Ich kann, es geht bei mir nicht. Hä? Also bei mir sieht es so ganz komisch aus. Das sieht aus, als hätte ich unten noch so einen Button, aber es geht nicht. Du hast eine Weltkarte, oder? Ja, ja. Ja, und dann unten, da musst du dann Harwich auswählen. Ja, das mache ich. Ja, und dann muss jetzt ganz unten bei mir aber aufbrechen. Ja, bei mir steht nur abbrechen. Ach so, aufbrechen. Ich habe abbrechen gelesen.
Ich blockiere gerade diesen einen Typen. Siehst du's? Nein, ich bin noch nicht da. Er war schon nicht du. Also bei mir bist du schon da. So, jetzt bin ich da. So, guck, ich blockiere ihn. Oh. Okay, jetzt fahre ich aber, ich bin mal nett. Ja, hä, hier ist aber... Ach ja, jetzt müssen wir hier links fahren. Okay, das ist ein bisschen... Xarok! Was machst du da? Nein, ich will kein Schild mitnehmen. Ach so, jetzt ist ja Linksverkehr, stimmt. Ja, ich wollte gerade sagen, hä, was machst du da? Links. On the left side. Ich glaube, so kann man hier in England auch unbestraft überarmen. Keine Ahnung. Oh, hä, warum wird das Moment so hell? Hä? Hello! Hello! Hinter uns ist zwar immer noch dieser eine Typ, den du die ganze Zeit nervst, aber ich glaube, der bleibt, bis wir weg sind. Und die fährt gleich so krass im Minusgeld sein, kann ich hier. Warum fährst du eigentlich nicht? Ist doch grün. Nö, bei mir ist rot. Gar nicht. Doch, es ist rot. Fahr! Oh, jetzt wird's wieder rot. Oh. Ist red! 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 Red, red, red. Red, red, red. Hinter uns ist der Typ. Ey, und jetzt ist der eine Typ da. Der stalkt uns. Ja. Schön, dass du auch noch im Chat, also im Sprachchat sagst. Ja. Stalker! Ist ja doch Deutsch. Stalker! Hä, versucht er auch zu überholen? Ich fahr jetzt rückwärts, komm. Hallo? Gib meinen Motor auch wieder an. Stupid! Kannst du bitte fahren? Oh mein Gott, er versucht zu überholen! Tut er aber nicht! Okay. Ich glaube, wir sollten aufhören damit, oder? Ja, ich glaube auch. Ach ja! Linksverkehr, ganz vergessen. Ach ja! Halt auf, hast du wieder vergessen. Oh, da ist ja noch ein LKW. Das wollte ich gerade auch sagen. Oh mein Gott, der fährt jetzt immer noch hinterher. Ich muss irgendwie auf die andere Seite kommen. So. Ach, da bist du ja. Ich hab einfach das Schild weggefahren. Bei mir ist das immer noch da am Stehen. Ey, der Typ ist wieder hinter mir. Ah, nee, das ist ein anderer. Ich lasse ihn nicht überholen, das kann der vergessen. Oh, Kreisverkehr, ach du Scheiße, mit Linksverkehr, das kenne ich überhaupt nicht. Er ist einfach auf den Bürgersteig draufgefahren. Und schreibt 16 in den Chat. Oh, jetzt ist er voll gegen die Leitplanke gefahren. Das war ich aber nicht. Felix Stove, oh, dauert nicht mehr lange, glaube ich. Ich glaube, die haben echt keine Lust mehr auf uns. Ach, Linksverkehr! Irgendwie ein bisschen komisch vielleicht. Warum fährst du so langsam? Ich warte auf dich. Report 16. Oh. Oh. Sei 16. Warum schreibt er 16? Keine Ahnung. Ach, wir haben eigene Nummern, sehe ich. Der hat Nummer 21 hinter dir. Ey, oh mein Gott, er versucht überm Busch. Die hat echt keinen Bock mehr auf uns. Herr, meint er mich jetzt mit 16 oder keine bist Ahnung. Du das? Ich weiß es nicht. Du hast eine 16. Ja, dann bin ich das. Alter, was machst du da? Ja, ich will wieder auf meine Spur. Ja, jetzt habe ich 80 Euro Strafe gezahlt. Ja, ich auch gerade Geld. Ach so. Okay, dreh mich halt gegen die Leitplanke. Ach nee, gut. Der Typ ist immer noch hinter uns, ja. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Astroneal. Warte mal, schön, der versucht zu überholen. Der versucht zu überholen. Nicht mit mir! Nein, ich lieg auf der Seite fast. Xarok, kannst du mir helfen? Oh. Hallo, darf ich auch mal fahren? So. Ich hab ihn komplett neben mir. Oh nein, er überholt mich. Nein. Nein, die beiden habe ich überholt. It's a prank. It's a prank, boys. It's a prank. Boah, ich würde jetzt so gerne wissen, was sie darauf antworten würden.
Ich glaube, wir kommen jetzt schon viel zu spät für die Lieferung. Oh ja, ich schon. Ah, nee, Donny, ich habe bis morgen Zeit. Ach, ich habe noch einen ganzen Tag Zeit. Wenn ich da zu spät komme, dann weiß ich auch nicht. Oh, mein Anhänger hat 20% Schaden. Ich habe gerade einen blockiert. Oh, Motor für Lieferung. Oh nein, das ist gleich so teuer. Excuse me. Excuse me. Oh, es kann sein, dass sie gleich rechts fahren. Das heißt, wir haben die gleich vielleicht am Hals. Du bremst ja wieder aus. Excuse me. Nein, er ist an dir vorbei. Nein. Hast du eigentlich viel Schaden jetzt? Nein, hör auf, wie auszubremsen, bitte. Nein, wollte ich auch nicht. Warte, F6, ne? Nee, also. F7. 11% habe ich jetzt. Ach, okay, geht ja noch eigentlich im Gegensatz zu mir. Ja, für das, was ich alles angestellt habe. Ich habe 47%. Ja, das ist natürlich. Und am Hänger noch 20%. Ja. Ich hoffe, das wird nicht irgendwie abgerechnet. Das ist natürlich. Boah, so, du bist gerade gegen die Wand gefahren. Hab ich bemerkt. Hey, ich bin doch komplett auf der Straße gefahren. Ich glaube, das Spiel mag uns einfach nicht. Komisch. Warum wohl? Ja. Versuchst du gerade aufzuholen? Nee. Oh! 20%! Scheiße! Warum? Bist du hinten in mir reingefahren? Ja, nur ganz leicht. Also, glaube ich. Ja, das hatte ich doch auch. Und dann wurde ich zurück teleportiert und habe so viel Schaden bekommen. Boah, krass. Farok, nein. Okay, ich lasse dich lieber. Das ist ja heftig. Ich will nicht nochmal Prozente. Ey, da vorne ist ein Typ. Ach, krass. Welcher ist es denn? Ah, oh, das ist der RCS, der mich reportet hat. Ja. Jetzt lau, Polizei! Ja! Rechts ranfahren, auch wenn wir auf einer linken Spur sind. Ja, genau. Hey, die dürfen ja 97 hier fahren. Was ist das für eine Zahl? Hä? Hey, vielleicht so extra für England. Ja, wahrscheinlich. Oh, wir haben ja gleich. Oh, wir haben gleich 12 Uhr. Ja. In 3 Minuten, in 2 Minuten sogar. Das stimmt. Ja, noch abliefern und dann. Schicht im Schacht. Genau. Also ach, du musst ja weg, oder? Nö, ich muss nicht weg. Ach so, okay. Weil um 12 Uhr ist ja gleich noch eine Aufnahme mit einem anderen. Nee, um 13 oder? Uhr. Ach, um 13 Uhr? Ja. Ah, okay. Hey, ich bin um 14 Uhr. Genau. Ja. Dann freue ich mich schon. Ich glaube, ich muss mein Auto, mein LKW reparieren, weil da steht irgendwas mit Achtung. Also ich habe schon öfter mit Motorfehlfunktion bekommen. Okay. Das ist nicht so toll. Oh. Aber warte mal, mir fällt gerade auf, das ist die erste Strecke, wo wir wirklich so ein bisschen schneller fahren. Sonst dürfen wir immer nur 80 fahren in Deutschland. Ja, das stimmt. 97 ist schon ordentlich. Aber irgendwie eine doofe Zahl. Ja, irgendwie seltsam. Wahrscheinlich heißt es in England dann Dings. Zum Beispiel 80 Meilen oder sowas. Ja, das kann sein. Das kann alles sein, aber niemand weiß es. Nee, die Engländer schon, richtig. Aber. Ah, die Fahrt dauert auch nicht mehr lange. Nee. Oh, Motorfehlfunktion, toll. Du hast aber echt viel Off-Field-Funktionen. Ja, weil ich ja gerade 51% an meinem LKW habe. Eieiei. Und was passiert dann? Ich glaube, ich werde gleich. Wird er dann langsamer oder wie? Was passiert dann? Dann wird der Motor komplett ausgeschaltet und der braucht ein bisschen, um wieder anzuschalten. Ach krass. Und dann wird Licht halt alles aus, Blinker aus und so. Ach krass. Ja. Warum wird mir angezeigt, dass ich angeblich mit. Mach egal. Aber ich kann den ja gleich reparieren und wenn. 888 oder so bezahlen. Von daher, irgendwann kriege ich das Geld schon alles wieder. Oh, jetzt habe ich auch eine Fehlfunktion. Oh, nicht gut. Hier sind ein paar Baustellen.
Und wann geht der Motor wieder an? Nach einiger Zeit dauert ein bisschen eigentlich. Jetzt ja. Ja, aber man muss nichts Spezielles tun oder sowas. Ich glaube einfach Gas geben in der Zeit noch weiter und ich glaube nach einer Zeit geht der dann einfach wieder an. Okay. Müsste es eigentlich gerade zur gleichen Firma bringen? Ja, ich glaube schon. Trade Aux. Oh, links war, links. Ja, Trade Aux. Ja, ich auch. Irgendwie ist es voll komisch, schon links fahren zu machen. Ja, es ist komisch, gell? Also ich bin ehrlich gesagt froh, wenn ich nicht mehr hier bin. Hallo. Good day. Ja, wir müssen jetzt eigentlich Englisch reden, ne? Müssen nicht. Die doch, Ausländer klar, reden hier in Deutschland auch nicht Deutsch, also. Ja, hast auch mal wieder recht. Ach, Motor fehlt und so. Ja. Ah, das ist ja ein Hänger. Was war denn das? Das klang gerade voll übel nach dem Getriebe. Oh, das war bestimmt meiner, weil der wieder Motor. Jetzt muss ich da erstmal passend reinfahren können. Boah, man hört die ganze Zeit nur so ein Piepen, weil wir beide rückwärts fahren. Ja. Machst du eigentlich immer parken oder manchmal nicht? Eigentlich mache ich immer rückwärts reinparken. Ja. Weil es gibt halt extra EP und ist nicht gerade viel schwerer. Ja, das stimmt schon. Aber 40 EP teilweise sind halt nicht gerade viel im Vergleich zu also dem. Also ich habe gerade 90 bekommen. Ah, ich habe also jetzt 40. Ich bekomme 90 noch. Nur bekommen fürs Parken. Ach, Tee. Oh, Abzüge für Schaden, 907. Oh nein, Auftrag ist beschädigt. Okay, ich habe nur 812 durch diesen Auftrag verdient. Ach, krass. Und kein EP. Oha. Scheiße. Das ist natürlich scheiße, ja. Warte, ich guck mal kurz hier, wie viel ich... 21.000 muss ich zahlen. Ja, krasse Sache. Ja, ich werde gleich in minus 17 reich sein. Ich würde dir ja was geben, aber ich kann nicht. Ja, glaube ich dir. Egal. Ich bin ja auch ein bisschen schuld dran. Ja, du hast ja auch Schaden. Also, ja. Ist halt immer dein eigenes. Oh mein Gott. Wir müssen links. Oh, hier ist ein Hafen. Oh, schick. Ja. Oh, schick. Nicht schlecht. Wenn du schläfst, solltest du die Augen zumachen. Das ist ein sehr schöner Song, muss ich sagen. Wenn du schläfst, musst du die Augen zumachen. Das hatte ich nicht gedacht. Ja. Was ist das eigentlich für ein Händler? Ach, gar kein Händler. Das war nur ein Typ. Ach, bitte nicht, ey. Ich das. Mein Klo ist zu. So, minus 18.000. Oha. Ich bin jetzt mal gespannt, was ich zahlen muss. Mercedes ist ja bekanntermaßen teuer. So. 10.092. Ja. Auch was. Ja. Reparieren. Komm, wir machen jetzt ein bisschen Ruhepause und dann. Oder fahren wir noch ein bisschen? Also mir ist es egal. Ich weiß auch nicht. Vielleicht gucke ich schon mal, was ich als nächstes machen werde. So. Ich gehe kurz schlafen. Ja, sleep good. Nein, will ich gar nicht. Bis mein LKW da heil ist, kriege ich ja keine Motor-Fehlfunktion mehr. Ich fahre immer rechts. Muss ich das auch den direkt wieder kaputt machen. Ja, genau. Genau, vielleicht wenn du ausgeschlafen bist, passiert weniger. Ja. Bist du das? Ja. Ich ramme dir nicht so rein, also keine Ahnung. Nicht, dass gleich dieser eine Typ kommt, der uns die ganze Zeit schon hasst und uns einfach so reingerammt. Das wäre schon hart, ne? Ja, das wäre schon hart. Wenn er uns mit so einem starken LKW reinfahren würde. Ja. Weil er war ja echt schnell im Gegensatz zu unserem. Ja, das stimmt. Ich bin ja fast wieder rechts gefahren, ey. Der hat uns wahrscheinlich auch echt lieb,
Weil wir ihm bestimmt sehr viel Geld weggenommen haben. Na, ich glaube, so ein paar teurere LKW kosten dann auch mehr bei der Reparatur, ne? Ja. Was gibt's denn hier Vielleicht so? können wir nach London. Ich habe einen nach London. Ich hätte auch was nach Und du? London. Wollen wir dann nach London? Ist auch nicht so weit, gell? Nö, das ist auch gar nicht Weil dann machen eigentlich wir doch vom noch Bild. London jetzt. Ja, hab jetzt angenommen. Puh. So. Wie viele Kilometer werden mir noch nicht angezeigt, weil ich erstmal die Anhänger. Oder ist auch für die Firma LKW? Ja. Wir sind gerade, glaube ich, Firma LKW, ne? Nee, doch. Ich hoffe, man hört das Quietschen nicht die ganze Zeit von meinen Gaspedalen. So. Also ich habe es jetzt noch nicht einmal gehört, glaube ich. Okay, gut. Angekoppelt. Also wird gerade angekoppelt. Oh ja, 160 Kilometer geht sogar noch. Ein Ja, Stück. das ist noch drin. Ja, und dann wollen wir dann noch ein bisschen London erkunden und dann die Aufnahme beenden. Direkt dann die Aufnahme beenden. Bitte was? Wenn wir gleich in London sind, Ja. wollen wir dann gleich noch ein bisschen erkunden oder nicht? Ja, können wir schon machen. Weil ich glaube, in London wird das schon besser Scheiße! ausgelastet. Ich musste 80 Euro Was? zahlen, weil ich auf der falschen Seite fahre. Ach, wir sind da rechts! Mann! Ich muss bis jetzt immer noch nichts zahlen. Ich fahre nur 5 Minuten auf der falschen Seite und ich muss gleich voll blechen, hey. Ich habe dich extra fahren verlassen, bevor ich Achso. dich jetzt ramme. Jetzt bin ich über den Bordstein gefahren und habe auch noch 1% Schaden gekriegt. Scheiße. Was? Über den Bordstein und 1%? Okay. Bordsteine sind doch eigentlich ein bisschen hoch zu fahren. Ja, sollte man nicht drüber fahren. Mich hat sowieso gewundert, wo ich teilweise voll geflogen bin, dass ich da keinen Schaden bekommen habe. Irgendwie komisch, so richtig krasse Sachen, da passiert nichts, aber so richtig Ja. leichte Sachen ist immer so weg. Ja, aber echt. Echt ein bisschen komisch. Little bit. A little bit, ja, genau. Holy Ali, ja, la 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 la. Ich bin ja fast rechts durch den Kreisverkehr gefahren. Ja, da muss man echt aufpassen, das ist schon krass. Aber ich musste bis jetzt noch nie was zahlen wegen Fahren gegen den Ist Fahrtrichtung oder. ständig. Ständig. Hier soll man nur 30 Ich wundere fahren, mich. hier ist ein Blitzer, angeblich. Wegen Baustelle. Aber ich glaube, Ist wegen mir auch egal. Geschwindigkeit kommt hier gar nichts. Scheiße. Nö, geschwindig. Irgendwie ist es komisch. Gegen eine Fahrtrichtung ganz kurz fahren und man kriegt was. Ich musste jetzt 420 zahlen. Warum? Zu schnell gefahren. Oh, das gibt es jetzt doch? Ja. Ja, direkt mal ein bisschen vom Gas Oh Mann! runtergehen. Ich muss aber wieder nicht zahlen, obwohl ich die ganze Zeit 60 fahre. Warum immer ich? Ey, das sind schon Oh. fast 1000. Ja, nicht wenig. Ja, jetzt darf ich auch wieder 60 fahren. Das gibt's doch nicht. Ah. Ich noch so, ja, da funktioniert, die Blitzer gehen ja scheinbar eh nicht. Piep, 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 piep. Auf einmal. Super. I love. Wow. Hey, Hast du bleib von mir gesehen, was weg. passiert Ich ist? fahr eh schon im Nein, Gras. ich bin. Ich bin gerade fast auf dem Dingens. Ach so. Mittelstreifen hier. Ach so, ah, Stau. okay. Wolltest du wieder rechts rüber fahren, oder? Genau. Boah, aber die. Also hier ist jetzt echt alles anders von den Straßen hier sofort. Ja, das stimmt. Also jetzt zum Beispiel auch hier bei einer Autobahn, die Auffahrt und so, die ist auch anders. Da muss man ja links rausfahren statt immer rechts. Oh, was Ja, passiert? stimmt. Ja, zu schnell in Du die Kurve. hupst. Ja, ich gerade auch. Ah, nee, doch nicht, geht noch. Also mit 70 schafft man das easy hier durch die Kurve. Nur geht schon. Schadi Wie ist es jetzt eigentlich hier? Auf einer Autobahn muss man ja immer links überholen. Rechts überholen. Tja, gute Frage. Weil man muss ja immer so links dann überholen, dann eigentlich meist wieder rechts jetzt hier in Deutschland. Wie ist es Eigentlich denn dann schon, in London? ja. Ich frage mich nur einfach, warum fährst du tanken? Ach so. Oh, naja. Komm, wir fahren einmal durch die Tankstelle. Abkürzung. Abkürzung pur. So, ich fahre jetzt Licht. richtig durch die Tanke hier so. Zack. Aber nicht dagegen Oh! fahren, das ist ja explodiert. Ich bin geflogen.
Ich hab's gesehen. Alter. Das war doch jetzt super, eine coole Abkürzung. Ja, ein bisschen Umweg, aber pff. Nee, es war eine Abkürzung. Ah, okay. Ja. Das ist mir in Deutsch, da ganz gerade, nö, nochmal ein paar Kurven fahren. Also in Amerika ist ja so, da darfst du ja auch rechts überholen. Da ist es eigentlich egal. Ich weiß nicht, ob das dann in England auch so ist. Ob das den wurscht ist, wo du überholst. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Vielleicht ist ja ein schlauer Fuchs dabei, der zuschaut. Na, dann kann das ja mal schreiben. Ja. Ob man dann rechts überholt oder wie man das allgemein so macht in England. Ja. Alter, warum bist du so schnell? Ich weiß auch nicht, ich hab grad mit dem 110. Ich bin gerade noch im 80er Bereich. Soll ich ein bisschen warten? Nö, brauchst du nicht. Wie viele Tonnen transportierst du? 17. Okay, ich 15, das ist ein bisschen komisch. Mhm. Was lieferst du? Warte. Strohballen. Fischstäbchen. Nein! Nein! Das gibt's doch nicht! Ich muss schon wieder 420 zahlen, weil ich zu schnell gefahren bin. Nein! Och Mann. Ich fahre jetzt hier mit 100 durch eine 80er Strecke kommen. Ich will es mal probieren, ob das bei mir auch so ist. Ich sehe dich ja nicht mal auf der Map. Das ist unglaublich. Oh, die ganze Zeit passiert gar nichts und jetzt plötzlich. Jetzt halte ich mich wieder an die Geschwindigkeit. Ich nicht. Ja, guck mal, ich fahre jetzt gleich leer, praktischerweise. Scheiße. Nicht gut. Nein, nicht gut. Krass. Plötzlich kriege ich hier ständig Strafzettel, hallo? Ja. Ja. Ich glaube, England ist ein bisschen krasser drauf. Ja, also in Deutschland ist es bei mir nie. In England jetzt auch noch nicht. Ja. Ich glaube, ich bin einfach nur ein Glückspilz. Vielleicht. Ja, warum kann ich nicht schneller fahren als 80? Ja, kein Wunder, dass du keinen Strafzettel kriegst. Nee, jetzt gerade bin ich 110 meine ich gefahren. Ach so. Ja, dann passt doch. Und mir ist nichts passiert. Und jetzt gerade kann ich nur noch wieder, obwohl es nicht mal bergauf geht. Singt sogar noch leicht mit der KMH-Hand. Gibt's eigentlich Fernlicht? Wie gut lassen wir davon? Was Licht? Fernlicht. Ja, muss man in die Einstellung gucken. Ah. Haha, einfach mal ein bisschen vom Lenkrad weg und einfach mal entspannen. Ja, wenn man gerade ausfährt, kann man ja auch nichts anderes machen. Das stimmt. Oh, ich habe jetzt die Kurve auf die Autobahn, wo du gerade schon warst. Ah. Wie viel sieht man eigentlich irgendwo, wie viele Leute gerade auf dem Server sind? Ich habe gerade. Bei Tab ist es nicht. Vielleicht da steht ja Server Europe 1 bei Tab und dann steht der History daneben. Achso. Ich weiß nicht, ob bei History irgendwas ist. Weil ich habe irgendwie ein bisschen gehofft, dass mehr unterwegs ist, weil so ist ja wirklich alles voll tot irgendwie. Ja, hier merkt man ja nichts. Ja. Weil wenn man jetzt so in echt in England wäre, würde man sich so nichts los ist. Warte, ich guck mal kurz bei der History. Ich fahr gerade eh nur geradeaus, von daher. Warte, wie ging das immer, dass ich nur noch die Mauer. Ach, mit rechts. Mit Rechtsklick. Okay, so. In der History, da steht aber nur irgendwas über dich. Aha. Irgendwie 70. Hä? Geht da ab? 20 seconds ago. Hä? Ja, steigt immer. Okay. Yay. Nicht so spannend. Okay. Oh nee, scheiße.
zahle ich schon wieder 420. Weil der Baustelle war. Ich glaube, du verdienst jetzt kein Geld mit diesem Auftrag. Ja, wenig zumindest. Scheiße. Oh, ich bin gerade auch bei der Baustelle, glaube ich zumindest. Gut, dass ich einen langsamen LKW gekauft habe. Sonst müsste ich wahrscheinlich noch mehr blechen. Ich frage mich nur, wenn man jetzt noch schneller fahren würde als du jetzt gerade, würde man da viel mehr bezahlen? Oder überhaupt mehr bezahlen? Achso, das ist eigentlich eine gute Frage. Weil du fährst ja, keine Ahnung, wie schnell durch eine... Und so viel schneller, aber auch welche, die einfach viel schneller sind als der, den du jetzt gerade fährst. Müsst ihr da mehr bezahlen oder wäre das normal? Also in Deutschland... Ich hab mich umgepasst. Also in Deutschland geht's ja nach Kam. Oh! Stehst du noch? Alter! Ja, okay. Aber ich bin gerade auf der rechten Fahrschiene. Ich bin gerade über die Leitplanke rübergefahren und umgekippt. Was ist in Deutschland? Ja, in Deutschland in echt ist es ja so, dass es nach Kmh geht. Je schneller du fährst, desto mehr musst du zahlen. Aber da ist auch die Frage, wie ist das im Ausland? Keine Ahnung. Also ich weiß zum Beispiel, dass Österreich zahlt man richtig viel, wenn man zu schnell fährt. Also in echt jetzt. Okay. Oh, ich bin gleich da. 9 Kilometer noch. Du bist bestimmt schon da, oder? Ja, ich fahr gerade in London rein, ja. Ist ziemlich groß. Ja, glaube ich auch. London ist ja auch eigentlich groß. Oh, ich sehe da den grünen Punkt auf der Map. Oh, cool. Ja, wo musst du denn ganz hin? Also ich müsste gleich einfach so einen Eingang fahren, was abgeben. Ach so, okay. Oh, ich sehe da jetzt schon ein paar höhere. Ach. Ja. Sieht schon ganz cool aus bis jetzt so. Ja. Anders als die anderen Sachen immer. Definitiv. Jetzt muss ich hier links rein. Ja. Also ich bin jetzt gleich schon abliefern. Hier jetzt. Echt? Lol. Ja, ich bin bei Postbad hier. Ach da, ja, ich sehe dich. So, dann mal Enter. Ja, 40 EP. Naja. Parkplatz. Oh, ich habe jetzt gar keinen Unfall gebaut, außer dass ich über die Leitplanke. Oh, nice. Ja. Ich eigentlich auch nicht, außer... Aber das kann ja eigentlich jedem passieren. Ja. Ich durfte halt viele Strafzettel zahlen. Sehr schön. Nein! Oh. Ich bin fast gegen Gitter hier gefahren bei dem... Weil ich zu schnell gefahren bin wieder. So wie immer. Boah, ich kann gerade nicht parken. So, direkt geparkt. Ja, ich bin sogar früher wie du. Fertig. Ja. Oh, zufriedenstellend. Ja, okay. Ah, minus 3. Alter, was ist los? Ich kann gerade nicht parken. Geht ja noch bei mir. Dann treffen wir uns jetzt und fahren ein bisschen durch England. Ist das? Ja, gucken kann man auf jeden Fall mal, ja. Weil das ist ja schon anders als das andere. Oh, da wurde jemand gekickt. Ach krass. Gut zu wissen. Oh, scheiße. Nein, Panik. Oh nein. Aber bis jetzt habe ich hier noch keine Attraktion gesehen, so die wir mal in. Also im Unterricht so mal, wo wir besprochen haben. Zum Beispiel gibt es ja auch in London eigentlich so einen riesigen. Ach so, ja, stimmt. Oder allgemein auch viele hohe Gebäude. Also 4.300 habe ich verdient damit. Keine Schäden. Aber oh. Ich habe 3 Strafzettel A 420 gekriegt. Das sind dann demnach 1.280, oder? Ja. Nee, 1260, oder? Ja, 3 Strafzettel, oder? 4. Ach ja, genau. Oha. Nee, 3, dann ist es sogar noch weniger, dann sind es. Keine Ahnung. Ja, dann habe ich ja immer noch ein bisschen was verdient. Ja, 2000 mindestens. Ja. Oh, dein Anhänger ist direkt weg. Der wird direkt abgeholt. Ha, cool. So. Okay. Schauen wir uns mal in London an. Ja, mal gucken. Ich würde sagen, wir fahren jetzt hier nach links. Ja, finde ich gut. Aber wir müssen ja links fahren. Ja. Ich war gerade die ganze Zeit rechts gefahren. Aber was gibt's hier denn so schön? Das ist ein Volvo-Händler. Ein Volvo-Händler? Ach cool. Ja, ein Volvo-Händler. Volvo-Händler entdeckt. Was ist denn hier rechts? Ach, ist wohl eine Absperrung.
Da vorne ist anscheinend eine Jobagentur. Das ist nämlich noch so ein Fragezeichen bei mir zumindest. Hätte da eigentlich auch, weil du ja auch noch nicht in der... Ja, ein Jobcenter, sag ich doch. Warum gibt's so viele Jobcenter? Für was bringen die überhaupt? Und man kann damit doch die Leute anstellen. Ja, aber in jedem Land, das reicht doch eins. Ja, keine Ahnung, vielleicht... Ach nee, man muss es ja vorher noch entdecken. Und es gibt ja auch Leute, die in einem Land anfangen, dann wo das eigentlich nicht ist, sag ich mal. Ach so, ja, stimmt. Glaube. Deswegen muss es eigentlich in jedem Land mindestens eins geben. Ja, oh mein stimmt. Gott. Ich war ein bisschen erschrocken. Oh, ich bin mal voll hier gegen Gitter gefahren. Gegen Gitter, gegen so ein Metallzaun-Ding. Also links sieht man ein paar Hochhäuser, aber hier zu rechts meine ich kaum was. Also was das jetzt mit England zu tun hat, mit komm, wir fahren ein paar Kreise und fallen dann um. Bist du schon umgekippt? Fast. Warum fährst du nicht so weit in wie ich? Ja, wollte ich ja, aber ich war zu schnell. Ich geb die ganze Vollspeed und... Ich bin weggeflogen. Nein! Mein LKW ist schrott! Nein! Du hast mein LKW kaputt gemacht! Warum ich? Der ist kaputt! Ich bin außerhalb der Map, guck mal auf der Karte, wo ich bin! Ich sehe gar nichts! Und ich liege auf der Seite. Scheiß! Oh, du hast mein LKW kaputt gemacht! Meiner ist auch halb kaputt wieder! Oh nein! Ich hoffe, es ist ein Abschleppdienst. Du kannst ja trotzdem Abschleppdienst rufen, oder? Ja, das schon. Kostet ja nur ein bisschen Geld. Ja. Vielleicht spawnen wir. Oh nee, bei mir steht hier auf Left the City. Ich bin nicht mehr in London. Doch, ich bin in London. Ach, da bist du ja auch. Also, Scheiße. Wie viel musst du jetzt bezahlen? Ich muss wieder 18.000 zahlen. Ist das automatisch repariert? Also der Truck oder wie? Nee, du musst jetzt noch einmal Enter drücken und dann kann. Oh oh. Schiss auch viel, oder? Du willst es nicht wissen. Doch. Ach du Scheiße. Schon, warte, ich sag so 50.000 so? Fast. Mehr. Was? Mehr? Ja. Nein, soll nicht 100.000. Nein, aber fast. Was? 80.000? Oh, 63. Alter. Oh mein Gott. Ich bin fast pleite. Ich bin im minus 33.000er Bereich. LOL. Scheiße. Jetzt sind wir die ganze Zeit hin und her gefahren. Jetzt sind wir die ganze Zeit hin und her gefahren und haben einfach nichts dazu verdient. Ich hab sogar Minus gemacht, die letzten Aufnahmen. Ich auch. Stimmt. Ich habe jetzt minus 33.000, davor hatte ich 24.000. Ach du Scheiße. Ich habe 57.000 Minus gemacht, was du gerade mit einer Reparatur Minus gemacht hast. Aber wie ist das gerade passiert? Ja, toll. Ich war so reich. Ich wollte einen neuen LKW bald kaufen. Oh. Jetzt ist alles weg. Wie ist das denn passiert? Ja, gute Frage. Ich bin da nochmal lang gefahren, du bist außerhalb von mir gefahren. Du hast, glaube ich, ganz leicht abgeschliffen. Auf einmal bangen wir ineinander. Ich außerhalb von ja. Deiner ist komplett kaputt. Ja. Naja, so ist das halt. Ich will einen LKW kaufen. Kann ich aber nicht. Genau, es geht mir gerade auf. Ich wollte gerade auch gucken. Aber ist geschlossen. Ach so. Oh nö. Warum passiert das jetzt, wenn wir gerade Ende machen wollen? Ja. So ist das. Ja. Ja. Das bedeutet Arbeit. Ja. Naja, hat ja Spaß gemacht trotzdem. Ich parke jetzt auf meinem Parkplatz. Ich glaube, ich habe meinen LKW gerade schon wieder um. Ja, der Putz. Komm, du parkst jetzt auch. Ja. So, Licht ausmachen, Motor aussteigen. Da war ein Baum. Oh.
Oh Mann, wir haben gerade ein bisschen Minus gemacht, ein bisschen. Nicht so schnell. So. Oh du Mann. Piepst noch. Ich hab's auch bemerkt. Nee, du bist das. Ah. Nee, weil ich meinen Motor aus hab. Warum kann ich nicht fahren? Hallo? Ach, jetzt. So. Blab, 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 oh, Mann. Ach je. Oh, in dir ist jemand. Oha. Ein Big Truck. Der Alpha. Hallo, Alpha! Alpha? Bei mir heißt der Syndicate ZZ. Ja, bei mir auch, aber in seinem Nummernschild steht Alpha. Achso, okay. Phoenix Gaming Syndicate. Wieso steht da vor Phoenix Gaming? Das ist, glaube ich, so sein Clan. Ich glaube, das geht irgendwie. Warte, ich Man kann einen Clan gründen? Keine Ahnung. Oh, das ist seine Firma. Ah, nee, dann hätten wir auch was. Ja. Scania V8. Vier Achsen, oha. Das ist ein LKW. Ja. Ja, den könnte ich mir vielleicht irgendwann auch kaufen, wenn ich nicht. Irgendwann. Ja. So viele Schäden kriegen würde. Naja. Ja, war lustig auf jeden Fall, trotzdem. Ja. Oh, jetzt auch mit dem Parlament, was ich nicht gedacht hätte, dass sowas noch passiert. Ja, ich auch nicht. Funny. Und auch nicht gehofft habe. Nein, hätte keiner erwartet und gehofft. Na gut, ja, danke selbst, hat mir viel Spaß bereitet. Mal schauen, vielleicht ja irgendwann wieder. Und sehen wir. Ja, genau. Oh Mann. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Und ihr da draußen, vielen Dank fürs Zuschauen. Könnt ihr wieder einschalten, nächste Woche geht's wieder weiter. Und bis dann. Tschüss. Tschüss.